Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen SIP 2. Aufgrund der aktuellen Situation, dass ja Frieden in Europa nicht mehr so selbstverständlich ist, wollen wir heute über die Lage des Heeres informieren. Dazu haben wir einen Experten des österreichischen Bundesheeres eingeladen, nämlich Herrn Unteroffizier Deintleifer, kennt man nicht. Da geht noch. Wie halten die? Dir, Armin Dir. Ich werde Ihnen am Montag die Wadeln für Gerichten verdanken. Sonnt ihr mich an, wenn ich mit Ihnen breche. Punkt 8 Uhr Montag in meinem Büro verdanken. Ach du, ich habe gar kein Büro mehr. Ich mache jetzt Homeoffice im Kinderzimmer meiner Tochter. Kapazieren. Also, entschuldigen Sie, Herr Unteroffizier Steinschleifer, dass ich Sie nicht sofort erkannt habe. Meine Damen und Herren, Unteroffizier Steinschleifer. Herr Unteroffizier Steinschleifer, nicht immer, wenn es sich um eine Chaostruppe handelt, muss es die FPÖ sein. Es kann ja wirklich einmal auch das österreichische Bundesheer gemeint sein, oder? Heute taugt wieder nicht, mutig sagen, denn beim österreichischen Bundesheer sind nicht so viele Leute bewaffnet, im Gegensatz zu politischen Parteien, bei politischen Parteien aber schon. Also, wie meinen Sie das? Doc, wo die denn mit dem Gickel den Gockel überhaupt laut? Geht bei denen überhaupt noch? Fährt der Lift noch ganz auf? Also, dazu darf ich und kann ich nicht Stellung nehmen, aber bleiben wir beim österreichischen Bundesheer. Sagen Sie, ist die Lage wirklich so schlimm? Was heißt schlimm? Der Duldentant ist momentan das Problem. Entschuldigen Sie, was bitte? Der Duldentant! Schuldenstand, meine Damen und Herren. Wollen Sie mich frotteln? Also. Ich sage Ihnen nicht drei Punkte, damit Sie sehen, wie wir rot übereinander sind. Punkt 1. Bei uns gibt es keine Grundausbildung mehr. Wir bieten nur mehr Selbstverteidigungskurse an. Muss ich mal vorstellen. Punkt 2. Die ganzen Kasernen sind kalt. Wartet, man liegt immer dann hart. Kaltet Wasser, du kannst aber Ziehboten in Ortboten und furchtbar. Punkt 3. Mein kleiner Unteroffizier. Wenn Sie wissen, was ich meine, mein kleiner Unteroffizier. Ich will Publikum auch gesehen, dass wir vom Bundesheer Ding für den Ohr haben. Also. Mein kleiner Unteroffizier ist momentan das wertige Gerät, das beim Heer funktioniert. Ja, das ist natürlich schön für Sie, aber eigentlich traurig. Was traurig? Was? Ja, für Sie ist es schön. Ja, das glaube ich schon. Ja. Aber Herr Unteroffizier Steinschleifer, es muss ja irgendetwas geben, damit es wieder besser läuft. Ich denke da zum Beispiel die oberste Chefin des Heeres, die Frau Minister Tanner. Und das ist eine Frau? Ja. Ich glaube, der hat Tanne. Ah, Fichte. Nein, sie heißt schon Tanner. Aber ich möchte da weiter denken und vielleicht wäre eine Möglichkeit, da Sie ja die Chefin und die Ministerin ist, vielleicht könnte man beim Heer die Frauenquote erhöhen. Hören Sie auf mit dem ganzen Theater, mit dem ganzen Genderwahn, dann heißen vielleicht in Zukunft die weiblichen Truthühner auch noch Putin. Aber Herr Unteroffizier Steinschleifer, es muss ja irgendetwas Positives geben über das Heer. Ich denke da zum Beispiel weiter an das Budget. Es gibt ja jetzt 1,5% des BIP und so weiter. Und hat BIP und tut der Zeit BIP. Ja. BIP, das kennen wir nicht auch. Wir brauchen neue Gerätschaften, brauchen wir. Wir müssen wissen,
Jeder Katastropheneinsatz bei uns im Bundesheer ist eine Katastrophe. Am Urlaubgang im Winter in Brösche, das ist furchtbar. Die Leute glauben, wir sind die Superbund drin einsetzen. Und wie gesagt, jeder Einsatzpunkt ist eine Katastrophe. Und wir können uns nicht mehr verteidigen. Da sind wir bereits schlechter als die österreichische Fußballnationalmannschaft. Aber ich muss auch etwas Positives anmerken. Fährt fort wieder. Die jungen Leute, die bei Bundeswehr sind, lernen, wie man an der Armutsgrenze leben kann. Also dann ist es wirklich so schlimm, bestellt um das Heer, Herr Unteroffizier, Herr Steinschleifer. Unteroffizier Steinschleifer, hat er das jetzt gemerkt? Ja, natürlich, natürlich, ja, ja. Aber Herr Unteroffizier Steinschleifer, Hand aufs Herz oder auf den Dienstgrad, apropos Dienstgrad, darf ich Ihnen auch eine private Frage stellen? Bitte schön. Ich sehe, Sie sind zumindest nach der Uniform, haben Sie den höchsten Dienstgrad eines Unteroffiziers? Ja, natürlich. Ja, aber ich meine, haben Sie den wirklich oder haben Sie nur die Uniform verwechselt? Ich glaube, die haben bei der Tombola gewonnen oder was? Ja. Der verdient seit 25 Jahren täglich die selbe Uniform, die sehen wir Paaren auf jeder Telle. Ja. Ich bin laut geworden, das macht ja nichts. Ich bin ein guter Werbeträger, der trägt den Adler. Die Knöpfe sind sauber, der Spiegel brennt super, ne? Der was? Der Spiegel. Ein Spiegel. Ein Spiegel, meine Damen und Herren, ja. Ich glaube, der will mich wieder brutzeln. Herr Unteroffizier Steinschleifer, danke für das Gespräch. Meine Damen und Herren, Unteroffizier Steinschleifer. Ich höre jetzt gerade von der Regie, ja, wir können den deutschen Gast nicht mehr befragen. Wir wollten auch seine Meinung zu dem Thema hören. Aber da fällt mir gerade ein, Sie haben ja sich mit diesem deutschen Gast im Vorfeld unterhalten. Können Sie vielleicht ein kurzes Resümee über dieses Gespräch geben? Hören Sie mir auf mit dem deutschen Gast, den Oberst Horst Müller. Bitte, du sagst, da gehört er mir. Also, ihr Österreicher, mit eurem Spielzeug her könnt scheißen gehen. Der Domino angetaut hat. Wir haben halt 150.000 Mann Besatzung und 350 Panzer. Gibt es die Zertin? Was wird denn noch gedockert? Also, wir haben aber nur Munition für 170 Stück Panzer. Da bin ich da geworden. Da haben wir gesagt, da haben wir die Codes beim Zwang. Wissen, was ich denn gesagt hab? Die restlichen 180 Panzer schlage ich vor, Räder wird nein, Turm wird nein, Blumen einsetzen. Wird das ein Wort so klar? Der Müller, so klar war er, du bist deppert, bin ich geworden. Du bist gesagt, wo das Badl mal tut. Ja. Ja. Was ich noch gesagt hab? Noch hier was? Dicker, einen hab ich noch draufgegeben. Dobliert hab ich noch. Und sagt, was tut denn mit dem Olaf Bolz? Scholz, bitte. Ja, ist die Wurst. Die Zeiten gehen mit denen. Wir haben heute unseren Mähhammer. Der war schon mal beim Putin. Der Teil der Einten haben wir noch, im Talon haben wir Tag. Bravo, Herr. Und dann nicht abtubiert. Gut, danke, Herr Unteroffizier Steinschleifer. Meine Damen und Herren, Unteroffizier Steinschleifer. Aber eine allerletzte Frage noch, Herr Unteroffizier Steinschleifer. Die Fakten haben wir jetzt gehört. Ist das wirklich so oder haben Sie etwas übertrieben? Schauen Sie mich an, wenn ich mit Ihnen breche. Ich habe Sie angeschaut. Also, diese Frage möchte ich sagen, da ich Mitarbeiter des österreichischen Bundesheeres bin, muss ich sagen, dass all meine Angaben ohne Gewähr sind. Meine Damen und Herren, Unteroffizier Steinschleifer.